Also ihr könnt zwar schon mal die drei Dinge machen. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich die offscreen, oder? Oder doch nicht? Die sind jetzt schon wieder. Oh, oh Mann, ey, ihr kommt. Keine Sekunde kann man euch allein lassen. Das ist doch ja nicht euer Ernst, oder? Oh. Oh Mann. Ja, was ist denn? Seid ihr alle schon tot? Wahrscheinlich schon. Habt ihr es? Sind alle tot? Seid ihr tot? Ne, Gott sei Dank nicht. Okay. Ein Köter oder ein... Das Dingo. Dammit! Okay, dann halt nicht. Ja, da hatte ich noch Glück, wegen der Beute und so. Okay, also. Zuerst mal hier ganz langsam. Erstmal das Ding. Dann den Memory. Hallo, Memory. Und Truhe kann mich mal knacken, kacken, whatever. Oh, wir haben. Okay, das ist auch mal was Neues. Erstmal Muni. Dann den restlichen Scheiß verkaufen. Dann den restlichen Scheiß holen. So wie. Das Ding jetzt kurz raus. Den Dingo holen. Den Dingo holen, wenn ich ihn finde. Ach nö. Okay, einer ist tot von uns, dammit. Egal. Einen Dollar hat er dabei gehabt. Ja, das ist ja episch. Gut, so. Ich glaube, ich suche sicher nicht herum, die Dingos oder so. Egal. So, jetzt nochmal rein. Herstellen können wir sowieso nichts. Das heißt, wir verkaufen jetzt einfach mal die ganzen Hundefälle und den ganzen Mist, Kack, Dreck. Das heißt, Dinko brauche ich. Weiß ich, dass ich Dinko brauche? Ich lasse ihn noch. Und dann verkaufe ich mal die ganzen Außenposten, die ganz beraten, die haben sowieso bei ihren Außenposten immer runter, das habt ihr wahrscheinlich eh schon bemerkt. Deshalb, so, der letzte Hund noch. Okay, Dingo brauchen wir, Leopard brauchen wir auch, Bär brauchen wir auch. Warte mal, wie viele Dingos habe ich denn? Ich habe 5. Ne, 5 brauche ich nicht. So, alles klar. Alles klar. Alles klar, passt. Hab alles, was ich brauche. Gut. Dann würde ich sagen, auf zur Hauptmission. Oder war ja noch Ding zum Einnehmen? Nee. Gut, okay, ja. Komm schneller, also. So, aber vorher haben wir jetzt eh nichts wegen Funk oder Außenposten oder so ein Scheiß. Moment nicht. So. Also, man kann auch den einen, der was hier ein bisschen weiter weg ist, der Außenposten. Gibt es ja so einen speziellen Kollegen noch, so eine Gegnersorte. Den kann man natürlich auch mit Granaten und so machen. Also das ist so, sagen wir, von MW3, Call of Duty MW3, bisschen so, ja, Juggernaut oder so, sagen wir mal so. Und ja, man kann den am besten mit einer Fähigkeit erledigen. Deshalb will ich ja auch warten. Oder man haut einfach, weiß ich nicht, so MG rein, 6 Granaten, ne, 4 Granaten oder so wird schon reichen. 4 Granaten, MG und dann ist er auch tot. Aber mit der Fähigkeit geht es natürlich leiser und auch viel besser. Also das ist, ja. So, Buck. Ich brauch was von dir. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag. Dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Hey, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu, ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind gut. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den habe ich schon mal gesehen. Deutsch? Ein Deutsch? Das ist kein scheiß Deutsch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er?
Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber Bas schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch? Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück. Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Vergiss dich. Okay, also ab zu der Nostalgia, genau. Also zu einem Schiff. Und wie es meistens so ist, also nicht so wie bei der, ach du Scheiße, wie hat das erste Boot geheißen? Medusa. Nicht so wie bei der Medusa, wo das hier irgendwo gestrandet war. Nö. Das ist hier wirklich im Wasser. Das schwimmt auch. Das ist nicht so gestrandet wie die andere Kacke. Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Das liegt wirklich auf dem Weg, das Ding. Nee, das sind mir ist sowieso gerade eingefallen, das sind zwei von den Kollegen. Nee. Okay, gut, dann gehen wir zuerst mal hier hin. Also wir brauchen ein Boot, weil ohne Boot kann das knicken, weil da sind auch Haie. Haiejagd. Wie wär's, Jason? Hast du Bock auf Haie? Ich schon. Erstmal runter hier, Kopf anstoßen. Und weiter geht's. Sollen vielleicht Haie gleich gehen? Haie gleich gehen, was? Sollen wir gleich auf Haijagd gehen? Hallo, nimm mal deine Waffen jetzt. Wir sind schon weit genug weg. Okay. Auf Haijagd könnten wir theoretisch gehen. Obwohl, ich weiß nicht, ob, weil auf der Nostalgia sind natürlich logischerweise auch Feinde, ist ganz klar. Und deshalb bin ich mir nicht sicher. Ach du Scheiße. Ich komme hier runter. Okay, hoch. Hoch und das Auto nehmen. Das Auto nehmen und auf der Straße irgendwie runterfahren und hoffen, dass wir nicht drauf gehen. Ach du Scheiße. Aber ich hoffe, die hören uns nicht, weil ich glaube schon, dass die ein bisschen weiter weg sind von der Nostalgie. Ich hoffe es mal. Okay, jetzt versuchen wir erstmal hier runterzukommen, lebendig. Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Ist das eine Rampe? What the fuck, soll das eine Rampe sein? Gar nicht mit. What the fuck? Hier geht's runter. Das sieht doch nett aus. Okay, gehen wir hier runter. Das sieht doch machbar. Das sieht sehr machbar aus sogar. Perfekt. Hier bisschen hier. Und jetzt aufpassen. Jason. Boah. Ich habe immer Angst, dass er auf seine Fresse fliegt. Okay. Gut, das wäre geschafft. Ich hoffe mal, hier sind keine Piraten. Ne, doch. Sag ich doch. Die sind am Arsch der Welt, also das ist... Egal, ich würde nur ganz gern Boot... Ah, Boot. Sehr schön, so ein Boot, perfekt. So ein Boot wollte ich, weil dann kann man auch perfekt jagen gehen mit so einem. Gut. Dann nehmen wir jetzt das Boot. Und dann gehen wir auf Haijagd und dann beginnen wir die Mission. Können wir gleich mit dem Geschütz auf die Haie wegballern. Alter, wenn ich hier rauskommen würde. Rausparken mit dem Boot ist auch geil. Okay, wo muss ich? Oh, Mann. Komm schon! Ah! Jetzt! Ja, go! Okay, sehr gut. Die Nostalgia ist hier. Warte mal, ist das hier? Ist das das Boot hier, was wir hier sehen? Das ist die Frage. Wisst ihr was? Das ist. Das passt. Gehen wir mal auf. Ne, das ist zu nah. Warte mal, ich habe eine Idee. Fahren wir ein bisschen weg und dann gehen wir da fischen. Weil da werden sie uns hoffentlich nicht hören. Und ja, sonst glauben sie halt, ja, das sind ein paar verrückte Rakia, die ballen einfach herum und. Passt schon. Wen gerade dieses verdammte Schiff? Ich hoffe mal nicht dem, was ich glaube. Nein, Gott sei Dank nicht. Okay. Haie. Wo seid ihr? Ich brauche zwei Haie nur. Ha! Mann! Guck, die, Schildkröte brauche ich nicht. Komm schon.
Das Meer ist auch meistens Haigebiet, das ist einer. Okay. Das ist ein scheiß Geschütz. Das Geschütz! Mann! Vorab haut, komm! Bäh! What the fuck? Ziel, Junge, Ziel! Okay. Ich hab Angst. Komm schon! What the fuck, ich seh gar nichts. Wie weit ist das Ding unten? Heide! Oh mein Gott, nee. What? Nein! Hoch! Jason! Hoch! Heide! Boah! Willst du mich verkohlen oder so? Das ist sehr fucking tief. Das kannst du knicken. Hier, so Dings, das kann. Nee, das bringt sie nicht. Also nicht, weil ich Angst habe oder so. Deshalb auch. Aber nee. Nee, das ist so einfach tief, weil er schafft das gar nicht, Jason, von der Luft her. Bis wir mal unten sind, dann muss er ja das Ding auch scheiße enthalten und das ist, nee, ganz knicken. Okay, dann, weiß ich auch nicht. Dann fahren wir ein bisschen zurück ans Ufer und hoffen, dass wir dort jemanden sehen. Aber dann, wenn wir dort jemanden sehen, dann ist es nicht so tief, weil das ist ja echt saumäßig tief hier. Halleluja. Ja, ist noch ein Boot. Okay, hier kann man vielleicht schon besser mal. Okay, war nochmal ein Hai. Kann schon. Ey. Also stimmt mir das. Fischen ist wirklich langweilig. Komm schon. Komm schon. Komm schon! Mann! Die ganzen Haie sind wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Möwen, das brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Gut, Plan B. Plan fucking B. Nämlich... das und das. So. Das heißt, wir brauchen jetzt nur einen, rein theoretisch nur einen Hai. Dann halten wir den und dann bekommen wir gleich zwei Dinge. Das ist gleich jetzt bei den Pflanzen. Wenn wir einen halt sehen würden, das wäre geil, aber gewinnt nicht. Okay, einen Versuch noch und dann ab zur Mission. So, versuchen wir hier unser Glück. Wenn hier nichts ist, dann Mission. Komm schon. Einen, jetzt war ich wirklich nur einen Hai. Nirgends. Geil, kannst du schwimmen auch. Verdammte Axt. Das ist eine Woche. Ich sehe doch 10, oh, das sind Schildkröten. Irgendwo sehe ich die ganze Zeit. Aber die sollten mal auf der Oberfläche schwimmen, die Haie, nicht hier unten irgendwo. Sieht doch keiner die. Und im Wasser kann ich ja logischerweise nicht mein STRG auspacken, damit ich sie unter Wasser wegballern könnte. Das wäre zu einfach. Oh Mann, ey. Mein Stein reinschmeißen, damit hier was abgeht. Ey, hier ist was. Hier ist was. Wo hat der eigentlich so viele Steine her? Keine Ahnung. Jetzt kommt schon. Nicht die Fische. Haie. Große Haie. Ja, große auch nicht, aber normal Haie halt. Leute. Doch keine scheiß Schildkröte. Boah, das hat mich geschreckt, was hier. What the fuck? Ich dachte gerade, was bewegt sich hier bei der Ding hier. Mann! Darf das wahr sein? Hier hinten ist doch immer weiter oder nicht? Also wir sind im Haigebiet und was sieht man? Schildkröten, ja, das ist geil. Haie haben auch keinen Hunger oder was? Alle sind
echt alles. Alles Schildkröte und Rochen. Hier ist niemand so ein verdammter Hai. Geil.